Das zu Beginn. Dann möchte ich jetzt herzlich euch alle willkommen heißen zu dieser sehr abwechslungsreichen Session. Wir starten mit einem Vortrag von Herrn Bonde von der DBU. Danach kommen weitere, da werde ich dann noch mal kurz darauf hinweisen. Viel Spaß und wir sehen uns später. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die Gelegenheit, hier im Rahmen der Bits und Bäume auch als Deutsche Bundesstiftung Umwelt zu sprechen. Freut uns sehr, dass die Konferenz, die wir ja als Stiftung fördern, so einen großen Anklang gefunden hat und mit so vielen Akteurinnen und Akteuren wir jetzt hier zwei Tage die Gelegenheit haben, spannende Debatten zu führen. Ich will vorneweg kurz sagen, wer sind wir als Deutsche Bundesstiftung Umwelt? Es gibt uns seit 1990. Unser Ziel ist es, Vorhaben zum Schutz der Umwelt unter besonderer Berücksichtigung der mittelständischen Wirtschaft zu fördern. Wir finanzieren uns aus unserem Stiftungskapital von 2,24 Milliarden Euro am Kapitalmarkt, überwiegend mit nachhaltigen Geldanlagen, und aus den Erträgen fördern wir Projekte in den Bereichen Umwelttechnik, Umweltforschung, im Naturschutz sowie im Bereich Umweltbildung und im Kulturgüterschutz. Außerdem vergeben wir jährlich den Deutschen Umweltpreis. Wir sind seit einigen Jahren auch im Naturschutz aktiv, haben 71 große ehemalige militärisch genutzte Flächen mit rund 70.000 Hektar übernommen und sichern hier langfristig den Naturschutz. Zum Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung ist ein Thema, was uns als Stiftung sehr intensiv umtreibt, wo wir auch sehen, dass im Bereich unserer Förderprojekte, dort wo wir mit Wissenschaft und Wirtschaft versuchen, neue Umwelttechnologien an den Start zu bringen, dass hier die Anteile von Software, von Digitalisierung immer größer werden. Aber wir sehen auch gleichzeitig, dass die öffentliche Debatte rund um das Thema Digitalisierung bisher sehr stark von ökonomischen, manchmal auch von sozialen Fragestellungen geprägt ist, aber das Nachhaltigkeitsthema in seiner ganzen Breite, insbesondere die ökologischen Fragestellungen, bisher kaum eine Rolle gespielt hat. Erst in letzter Zeit ist es auch im umweltbezogenen Fachkreisen aufgegriffen worden. Wir sind aber überzeugt, dass hier eine Auseinandersetzung mit dem Thema dringend geboten ist. Einerseits, weil wir viele virulente Umweltfragen nur lösen können werden, wenn wir auch moderne Technologien aus dem Bereich der Digitalisierung aktiv dafür einsetzen. Andererseits sehen wir aber auch, dass Digitalisierung ohne einen ökologischen Rahmen hier massive Umweltauswirkungen hat und eine ganze Reihe von Problematiken, mit denen wir heute bereits kämpfen, massiv verschärfen wird. Und insofern will ich Ihnen kurz ein paar Impulse geben, was wir als Deutsche Bundesstiftung Umwelt im Bereich Digitalisierung und Nachhaltigkeit an Chancen sehen, an Projekten haben, aber auch ein paar Risiken benennen, mit denen wir uns beschäftigen. Ich meine, die Chancen der Digitalisierung, in einigen Panels ja auch schon diskutiert, es gibt eine Reihe von, wie man so sagen, Herzensprojekten der Umweltbewegung, ganz zentrale Projekte, die wir brauchen werden, um gesellschaftliche Transformationsprozesse für mehr Nachhaltigkeit hinzukriegen, die durch Digitalisierung unterstützt werden können. Wir sprechen über den Bereich dezentral regenerative Energieversorgung, auch die Frage Sektorkopplung, unterschiedliche Energiemengen und Bedarfe sinnvoll miteinander in Beziehungen setzen, auch im Bereich der Nachhaltigkeit im Verkehr, der Verkehrswende, sind Fragen öffentliche Verkehrsmittel, weitere Verbesserung der Möglichkeiten hier schwer vorstellbar, wenn hier nicht auch innovativ digitale Informationsflüsse weiter genutzt werden. Wir sehen hier große Chancen, die es zu erschließen gilt, aber auch die Risiken, die in den letzten Jahren hier meistens nicht diskutiert wurden, müssen in den Fokus, insbesondere erhöhte Ressourcen- und Energieverbräuche. Wenn wir uns angucken, auch im Bereich der Materialwirtschaft, über 50% unserer Smartphones werden nur 2 Jahre oder weniger genutzt, bei rund 135 Millionen Mobilfunkverträgen in Deutschland, also mehr Mobilfunkverträge als Einwohnerinnen
und Einwohner kriegt man hier ein Gespür dafür, was hier an gigantischer Materialverschwendung bei sehr niedriger Recyclingquote aktuell stattfindet. Und auch die Frage der Energieverbräuche sind virulentes ökologisches Problemthema im Zusammenhang mit der Digitalisierung. Das Thema Bitcoin hat ja hier auch in der Beschreibung der Problematik auch auf der Konferenz schon eine Rolle gespielt, wenn wir uns angucken. Eine Bitcoin-Transaktion braucht in etwa so viel Strom, wie ein Durchschnittshaushalt in Deutschland im Monat verbraucht. Ich glaube, das gibt einen Hinweis darauf, dass es hier massive Fragestellungen gibt. Für uns war wichtig, mal auch zu der Konferenz hier mitzubringen, mal eine Übersicht, wo stehen wir eigentlich in der Debatte, was sind eigentlich hier an Themen in der Breite der Bevölkerung überhaupt schon angekommen. Sprechen wir hier über Dinge, die wir im wissenschaftlichen Raum, im akademischen Raum erkannt haben, oder ist es auch schon in der Debatte bei den Bürgerinnen und Bürgern in der Breite angekommen? Das wollten wir einfach mal genauer wissen. Deshalb sind wir hier in unserem DBU-Umweltmonitoring mal gemeinsam mit Forsa in eine repräsentative Umfrage eingestiegen. Ich will Ihnen da einfach blitzlichtartig die Ergebnisse heute ein bisschen darstellen. Sie finden das auch alles ausführlich im Netz bei uns dbu.de/umweltmonitor. Da haben Sie die kompletten Datensätze auch zur Verfügung. Die erste Frage, die uns interessiert hat, war, wie viel Interesse an technischen Entwicklungen und Neuerungen gibt es eigentlich in der Bevölkerung? Mehr als 2/3 der Befragten haben angegeben, ein starkes oder sehr starkes Interesse an technischer Entwicklung zu haben. Wie zu erwarten war das Interesse bei jüngeren Befragten deutlich höher als bei älteren. Aber selbst bei den über 60-Jährigen liegt das Interesse bei mehr als 60%. Also wir haben hier eine große Neugier, die mindestens in den Umfragen angegeben wird. Um zu erfahren, ob Digitalisierung aber auch mit Umweltthemen assoziiert wird, haben wir hier eine offene Frage stellen lassen. Das Ergebnis zeigt, die Debatte um Umwelt und Digitalisierung ist in der Breite der Bevölkerung noch nicht angekommen. Insbesondere das Internet und die Erleichterung von Prozessen im Alltag werden genannt, gefragt, auf was assoziieren die Menschen mit Digitalisierung. Als einzige umweltbezogene Assoziation wird sowas wie weniger Papierverbrauch von 7% der Befragten angegeben. Und im Kern, wenn man sich es genau anguckt, dann sieht man, obwohl Digitalisierung seit Jahren als Megatrend diskutiert wird, als der Innovationstreiber des 21. Jahrhunderts für alle Bereiche von Gesellschaft und Wirtschaft, ist es doch so, dass die Wahrnehmung der Bevölkerung, was Digitalisierung bedeutet, diffus ist und rund 1/5 der Bundesbürger sich unter dem Begriff gar nichts vorstellen kann. Fragt man in einer gestützten Abfrage, welche Begriffe die Menschen mit Digitalisierung verbinden, dann zeigt sich, dass hier ein ambivalentes Verhältnis zur Digitalisierung da ist. Sie wird verbunden mit Veränderung der Arbeitswelt, Globalisierung und Beschleunigung. Massive Angst vor Manipulation und Verlust von Privatsphäre bei rund 3/4 der Bevölkerung sind, glaube ich, hier auch nochmal ein klares Signal, dass Politik und Wirtschaft hier auch die Frage von Datenschutz, von Hoheit auch über die eigenen Daten sehr ernst nehmen muss, wenn es Akzeptanz für die Chancen der Digitalisierung geben soll. Umweltbelastung und Umweltschutz bringen aktuell jeweils nur rund 30% der Bundesbürger mit Digitalisierung in Verbindung. Interessant hier, dass die Assoziation von Digitalisierung mit Umweltbelastung dabei mit steigendem Alter deutlich zunimmt. 42% in der Umfrage haben sich bislang noch nicht mit den Folgen des digitalen Wandels für die Umwelt befasst. Männer häufiger als Frauen, Technikinteressierte häufiger als weniger Technikinteressierte. Insgesamt werden aber mehr Chancen als Gefahren in der Digitalisierung gesehen. 44% meinen, dass die Digitalisierung überwiegend oder eher Chancen bietet. Nur 12% sehen überwiegend oder eher Gefahren. Eine große Gruppe von 44% sieht das Thema ambivalent. Bei Fragen nach den Folgen der Digitalisierung für die Umwelt erwarten 33% Vorteile,
immerhin 18% Nachteile durch die Digitalisierung und rund die Hälfte sieht auch die Umwelteinflüsse der Digitalisierung ambivalent oder hat keine eigene Einschätzung dazu. Technikinteressierte sehen diese Fragen positiver als Personen mit weniger technischem Interesse. Wenn man konkret nach positiven Einflüssen und Chancen der Digitalisierung für die Umwelt fragt, dann wird insbesondere die Möglichkeit von Energieeinsparungen genannt. Hier erwarten 3/4 sehr große oder große Auswirkungen. Bei Einsparungen von Materialien wie Papier erwarten noch 55% sehr große oder große Auswirkungen. Beim Verkehr sind es nur noch 48% und bei Verbesserungen der Umwelt durch bessere Informationsmöglichkeiten für die Menschen, also auch hier Informationen zum eigenen Handeln, sind es nur noch 42%, die hier Chancen sehen. Bei den abgefragten negativen Auswirkungen sind die Werte durchgehend höher. 85% erwarten sehr große oder große Auswirkungen bei Elektromüll, mehr als 3/4 bei Materialverbrauch, 64% erwarten sehr große oder große Auswirkungen bei der Luftverschmutzung durch erhöhte Lieferverkehre und 46% beim erhöhten Energieverbrauch durch elektronische Geräte. 54% finden es sehr wichtig, dass Politik und Unternehmen und Gesellschaft sich künftig stärker mit den möglichen Folgen der Digitalisierung für die Umwelt beschäftigen. Interessantes Phänomen bei Umfragen, dass hier Leute, die in der Eingangsbefragung über das Problem noch gar nicht nachgedacht hatten, hier aber eine große Verantwortung bei Politik und Gesellschaft sehen, es zu tun. 38% finden diese Frage wichtig, nur 7% finden sie weniger wichtig oder unwichtig. Das heißt, eine überwältigende Mehrheit von 92% sieht es als gesellschaftliche und politische Zukunftsaufgabe, die Folgen der Digitalisierung für die Umwelt miteinander in Einklang zu bringen. Wenn man sich da die Zahlen genauer ansieht, eine starke Beschäftigung mit den Folgen der Digitalisierung für die Umwelt wird quer durch alle politischen Lager mit sehr großer Mehrheit als wichtig erachtet. Deshalb haben wir jetzt nicht nochmal eine extra Folie mitgebracht, weil es unabhängig vom Wahlverhalten oder Wahlpräferenzen durchgehend ist. Und das heißt aber, dass es schon interessant ist, dass im politischen Raum die Diskussion der ökologischen Frage der Digitalisierung weitgehend ausgeblendet ist, die Bevölkerung aber darauf angesprochen hier Handlungsbedarf sieht. Insofern, glaube ich, kann man sich diese politischen weißen Flecken der Digitalisierungsdebatte nicht länger leisten. Und es ist, glaube ich, auch ermutigend zu sehen, dass hier Parteigrenzen in der Bewertung keinen Unterschied machen. Den Abschluss des Umweltmonitors bildete die Frage, wer in erster Linie in der Verantwortung dafür ist, bei neuen Produkten und Entwicklungen die Folgen für die Umwelt ausreichend zu beachten. Hier gibt es eine sehr klare Antwort. 78% sehen die Verantwortung beim Hersteller bzw. Anbieter. Dort sollen Produkte oder Dienstleistungen möglichst umweltverträglich hergestellt und gestaltet werden. Nur 19% glauben, dass die Bürger durch eigenes umweltfreundliches Verhalten größere Auswirkungen für die Umwelt erzielen können. Ich finde das relativ spannend, weil es natürlich auch einen Hinweis darauf gibt, wie weit wir sind in der Fragestellung mit Suffizienz und auch Fragestellungen von Aktivierung von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Mindestens die aktuellen Einschätzungen machen deutlich, dass wir hier, wenn wir auf so eine Strategie setzen, noch relativ große Anstrengungen brauchen, um hier mehrheitsfähig anzuknüpfen. Die Zahlen zeigen auch, dass Wirtschaft und Politik hier zentrale Schlüssel in der Frage der nachhaltigen Gestaltung der Digitalisierung haben und damit wieder in die Bewertung für uns als Stiftung. Ich glaube, die Zahlen legen auch nahe, dass wir hier einen klaren staatlichen Ordnungsrahmen brauchen, wenn wir die Chancen der Digitalisierung über umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen voranbringen wollen. Ich glaube, wir haben schon auch ein paar systematische Fragen, die dazu führen, dass viele Menschen sich nicht in der Lage sehen, hier selbst auch positive Auswirkungen zu generieren. Wenn wir uns anschauen, im täglichen Konsumverhalten, beispielsweise beim Gebrauch von Elektrogeräten, kann die Verbraucherin, der Verbraucher heute feststellen, welche Energieeffizienzklasse hat das Gerät. Im Zweifel kann man auch am Stromzähler überprüfen, wie der Stromverbrauch ist. Bei digitalen Produkten fällt diese Möglichkeit weg. Nur ein sehr kleiner Teil des Stromverbrauchs findet eigentlich
direkt am eigenen Gerät statt, wie viel wo und welche Energie digitale Angebote von der Online-Suchanfrage bis hin zum Videostreaming eigentlich verbrauchen, ist nur in den allerwenigsten Fällen überhaupt zu erfahren oder gar selbst zu beeinflussen. Es gibt einzelne Angebote, aber wir sehen auch, dass die sich bisher in einer sehr engen Nische bewegen und ein Großteil der Nutzung von digitalen Angeboten in dem Bereich stattfindet, in dem hier genau diese Information und Entscheidungsmöglichkeit heute nicht gegeben ist. Erlauben Sie mir, dass ich noch mal kurz zu den Dingen spreche, die wir als Stiftung im Bereich Digitalisierung machen. Der eine oder die andere war vielleicht vorher auch schon im Workshop von Nachhaltig Digital. Wir als Deutsche Bundesstiftung Umwelt sehen in der Digitalisierung, insbesondere beim Mittelstand, deutliche Potenziale für neue umweltgerechte Produkte und Dienstleistungen und wollen deshalb hier auch mit unserer Förderarbeit Richtung Mittelstand hier noch intensiver versuchen, genau solche Prozesse mit anzuregen. Ein Beispiel dafür ist das Projekt Nachhaltig Digital, das wir gemeinsam mit dem Bundesdeutschen Arbeitskreis für umweltbewusstes Management umsetzen. Einige waren, wie gesagt, vielleicht beim Panel heute Morgen schon dabei und haben gesehen, was hier gerade auch mit Blick auf die Kernzielgruppe Mittelstand an spannenden Projekten unterwegs ist. Und wir wollen hier auch bewusst mit dem Projekt die mittleren Unternehmen stärken, Impulsgeber auch in Sachen Innovation im Umweltsektor zu sein, auch ganz konkrete Lösungen in kleinen oder großen Umweltfragen auch hier mit anzustoßen. Gibt inzwischen hier auch eine aktuelle Landkarte, die Nachhaltig Digital auffüllt mit innovativen Beispielen aus mittelständischen Unternehmen. Wir fördern auch in einer ganzen Reihe von Projekten ganz konkrete Ansatzpunkte, beispielsweise hier im Bereich virtuelle Kraftwerke, wo mit Methoden der Digitalisierung Energieströme exakter vorausberechnet und gesteuert werden. Ich bin hier mitgebracht als Blitzlicht ein Projekt, das wir mit dem eBoeck-Institut Tübingen zur Einrichtung von virtuellen Kraftwerken durchführen, wo es darum geht, hier über virtuelle Kraftwerke, Zusammenschluss dezentraler Stromerzeuger, aber auch Verbraucher und koordinierte Aktionen hier Aufgaben von konventionellen Kraftwerken oder Pumpspeichern zu übernehmen und virtuell zu ersetzen. Also zentrale Funktionen, die wir brauchen, wenn wir dezentrale Energiewende tatsächlich in der Fläche und in der Wirkung umsetzen wollen. Ein anderes Beispiel des Umweltpreisträgers Krieg, wo Digitalisierung eingesetzt wird, um im Bereich von Recycling hier von Kunststoffflaschen tatsächlich auch Recyclingquoten zu erreichen, die uns helfen. Hier wird über Laser entsprechend alte Flaschen, die zerkleinert worden sind, mit Laser bestrahlt, mit reflektiertem Licht vermessen und mit pro Sekunde bis zu 100 Millionen Analysen hier sichergestellt, dass fremdpartikelfrei spezielle Recyclingprozesse tatsächlich funktionieren können. Ein weiterer Bereich, der uns ökologisch umtreibt, der Bereich der Pflanzenbekämpfung. Sie alle wissen, dass wir massive Umweltproblematiken in Deutschland haben, die aus der Unkrautbekämpfung in der konventionellen Landwirtschaft mit Herbiziden stammen. Eine Möglichkeit, die wir hier mit Projektpartnern ausloten, ist eine laserbasierte Unkrautbeseitigung. Laufendes Projekt mit dem Laserzentrum Hannover ist hier dabei, Mechanismen aus Big Data und Digitalisierung zu nutzen, um mit Kameras Nutzpflanzen von Unkräutern zu entscheiden und mit Laserbestrahlung hier schnell und präzise einzelne ausgesuchte Pflanzen ohne Gesamtwirkungen auf das Ökosystem, wie wir sie durch Herbizideinsätze haben, hier einzusetzen. Eine Methode, die natürlich auch insbesondere für den Ökolandbau sehr spannend ist. Auch im Bereich der Umweltbildung sehen wir eine ganze Reihe von Initiativen deutschlandweit, die unterwegs sind, hier neue Digitalisierungsmethoden zu nutzen. Beispielsweise hier das FabLab in Berlin, wo mit dem Projekt EcoMaker Gestaltung umweltschonender Produkte hier systematisch Prinzipien nachhaltiger Fertigung vermittelt werden. Aber auch in anderen Bereichen sehen wir hier deutliche Chancen, die wir als Stiftung voranbringen wollen. Die Befragung durch den Umweltmonitor, die ich eingangs geschildert habe,
zeigt aus unserer Sicht, dass es dringend geboten ist, dass wir dringend Diskussionsräume wie diesen, wie Bits und Bäume, aber auch weitere brauchen, um auf die Folgen von Digitalisierung für die Umwelt hinzuweisen, aber vor allem auch, um wichtige Impulse in die gesellschaftliche und politische Debatte zu bringen, die dieses Thema braucht. Wir freuen uns hier auch immer über den Hinweis drauf, wo wir solche Debatten auch als Stiftung weiter mit voranbringen können. Wir sehen unseren Job da insbesondere drin, innovative kleine und mittlere Unternehmen hier auch zu unterstützen, ganz praktische Lösungen mit einzubringen, praktische Lösungen, wie ich sie jetzt in ein paar Blitzlichtern gezeigt habe, denn neben der großen gesellschaftlichen Diskussion werden wir auch die innovativen technischen Weiterentwicklungen brauchen, um diese Transformationsprozesse auch zu unterlegen. Auch die neuen Geschäftsmodelle, an denen wir an vielen Themen und vielen Panels dieser Konferenz sprechen, brauchen hier unternehmerische Leistungen, die wir auch uns als Aufgabe als Stiftung sehen, solche mit voranzubringen. Für uns ist wichtig, im Bereich Unternehmen, Forschung und Bildung hier neue innovative Ideen auch tatsächlich voranzubringen. Also insofern, wenn Sie im Bereich von Startups unterwegs sind, dann gucken Sie mal, was sich bei uns entwickelt. Wir sind ja gerade dran, für nächstes Jahr auch ein eigenes Förderprogramm für Startups im ökologischen Digitalisierungsbereich zu entwickeln, weil wir glauben, wir haben hier gerade in Deutschland noch viel Luft nach oben, was hier auch den Bereich Startups, aber auch die Wirkung von Social Entrepreneurs in Sachen nachhaltige Gestaltung der Digitalisierung haben. Insofern, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die Gelegenheit, ein paar Impulse aus Sicht der Deutschen Bundesstiftung Umwelt zu geben. Ich konnte jetzt viele Dinge nur anschneiden. Insofern will ich Sie da einfach auch gerne einladen, die Diskussion mit uns weiterzuführen. Wir sind im Foyer mit einem eigenen Stand vertreten. Das Team von Nachhaltig Digital ist auch da und freut sich auf Debatten und spannende Impulse, aber auch durchaus vielleicht den ein oder anderen Vorschlag, wo wir mit gemeinsamen Projekten weiterarbeiten können, diesen spannenden Prozess der Digitalisierung aufs richtige Gleis zu setzen, sodass wir eher die Chancen umsetzen, ohne tatsächlich in die Risiken reinzulaufen. Herzlichen Dank. Wenn ich es richtig sehe, haben wir aber auch jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen oder Diskussionen. Herzlichen Dank. Applaus